Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde gebeten, ein Video zum Thema Weißabgleich zu machen und vermutlich bezieht sich das auf die Bedienung dieser Funktion auf den Movavi Video Editor, denn unter diesem Video ist der Kommentar abgegeben worden. Und um zu verstehen, was das überhaupt ist, ich bin mir da selber nicht so ganz bewusst, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, schauen wir uns mal den Wikipedia-Artikel an zum Thema Weißabgleich. Ich habe diese Serie hier ursprünglich mal ins Leben gerufen, weil ich mich mehr mit dem Thema Fotografieren beschäftigen wollte. Ja, das ist irgendwie im Sand verlaufen. Eine gute Gelegenheit, also das hier nochmal ein bisschen zu vertiefen, beziehungsweise das Ganze hier wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Fangen wir an. Der Weißabgleich dient dazu, das Aufnahmematerial, egal ob chemischer Film oder digitaler Chip, einer fotografischen oder kinematografischen, also einer Filmkamera, Kamera der Farbtemperatur des Lichtes am Aufnahmeort anzupassen. Die digitale Aufzeichnung von Bildern, Foto und Film sowie die Videotechnik erlauben, wie auch die analoge Technik, eine den Lichtverhältnissen angepasste Farbtemperatur. Das Bild, das ihr hier seht, das ist im Rohdatenformat fotografiert und später auf vier verschiedene Arten dem Weißabgleich ausgesetzt worden. Das Bild links oben wurde auf 2800K, also das ist hier nicht die Auflösung, sondern die Farbtemperatur, eingestellt. Das ist typisches Glühlampenlicht oben links. Die Software glich den vermeintlich geringen Blauanteil der Beleuchtung aus. Die tatsächliche Darstellung hängt von der Farbtemperatur des zur Darstellung verwendeten Monitors bzw. Druckers ab. Auch das menschliche Auge verfügt über eine solche Fähigkeit, die chromatische Adaption. Weißabgleich bei analogem chemischem Aufnahmematerial versus digitalem Sensor plus digitalem Speicher. Bei der Verwendung analoger, also chemischer Materialien gilt die Voraussetzung, dass dieses Material für die Farbtemperatur des Aufnahmelichtes speziell eingerichtet ist. Stichwort Tageslichtfilm, Kunstlichtfilm. Hier werden vor dem Objektiv der Aufnahmekamera ein oder mehrere Filter angebracht, sogenannte Konversionsfilter, die die Farbtemperatur auf den festgelegten Wert einstellen. Die Auswahl der Filter wird mit speziellen Messgeräten ermittelt. Der Aufwand ist erheblich und setzt das Vorhandensein des Messgerätes und einen eventuell umfangreichen Filtersatz voraus. In der digitalen Fotografie sind diese Filter meist unnötig, da die Farbtemperatur für den Aufnahmesensor über geeignete Software eingestellt werden kann. Hiermit setzen sich die folgenden Ausführungen auseinander. Es gibt einen vollautomatischen Abgleich. Beim automatischen Weißabgleich gibt es zwei Strategien. Entweder wählt das Programm die größten hellen Flächen und nimmt an, dass diese weiß oder neutral grau sind. Trifft das zu, sind die erreichten Ergebnisse gut. Gibt es keine größeren neutral grauen Flächen, führt der Abgleich wie im linken Bild zu einem Farbstich, weil das Programm dann annimmt, dass alle Farben vorkommen. Das rechte Bild enthält tatsächlich keine blaue Farbe, trotzdem wählt das Korrekturprogramm für automatischen Weißabgleich den Weißpunkt so, dass überall blaue Farbanteile dazu gemischt werden. Der vollautomatische Weißabgleich versagt auch häufig bei Aufnahmen im Dämmerlicht, hingegen ist der automatische Abgleich bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen wie bei einer Mischung aus Sonne und aufgelockerter Bewölkung das Mittel der Wahl. Fotografen können manuell eine Farbtemperatur einstellen, die für bestimmte Beleuchtungssituationen typisch ist. Bei der Einstellung für Beleuchtung durch Leuchtstofflampen lässt sich beispielsweise eine Farbtemperatur von 4000 Kelvin vorgeben. Die Kamera selbst führt keinen Abgleich mehr durch. Beispielhafte Einstellmöglichkeiten sind Tageslicht, Kunstlicht von Glühlampen, Kunstlicht von Leuchtstoffröhren, Schatten oder wolkig. Im ersten Bild hier ist eine unter Kunstlicht aufgenommene Milchtüte mit verfälschten Farben zu sehen. Im zweiten Bild wurde in gleicher Lichtsituation vor die Milchtüte eine Graukarte zum manuellen Weißabgleich positioniert. Nachdem die Kamera entsprechend kalibriert wurde, ist im dritten Bild eine korrekte Farbgebung zu erkennen. Der manuelle Abgleich. Zum manuellen Weißabgleich wird die Kamera oder das Gerät formatfüllend auf eine möglichst weiße oder wenigstens neutralgraue Fläche in der zu filmenden oder fotografierenden Umgebung gehalten. Ein weißes Blatt Papier ist in den meisten Fällen oft ausreichend. Achtung, oft enthalten Papiere optische Aufheller, die bei UV-haltiger Beleuchtung der Kamera blau erscheinen, was nach dem Weißabgleich einen Gelbstich bedingt. Eine sogenannte Graukarte ist mithin besser geeignet. Nach Betätigung der entsprechenden Funktion kann der Kameraprozessor die richtige Farbtemperatur ermitteln. Ein Weißabgleich funktioniert generell am besten bei konstanten und einheitlichen Lichtsituationen. Bei Mischlicht, etwa wenn Tageslicht und Kunstlicht im Motiv sind, können auch bei einem manuellen Weißabgleich Farbstiche auftreten, weil der eine Teil des Motivs notwendigerweise eine andere Farbtemperatur
erfordert. In diesem Sinne ist auch eine Beleuchtungskombination aus Glüh- und Energiesparlampen kritisch. Als Referenz sollte am besten eine neutrale Weißabgleichkarte ähnlich einer Graukarte verwendet werden. Dennoch verbleiben bei allen Fällen des Weißabgleichs noch Unterschiede zwischen diversen Lichtquellen. Ein Weißabgleich bei bläulichem Licht führt beispielsweise dazu, dass bei den anschließenden Fotos dem gesamten Bild die Farbe Blau entzogen wird und somit auch den tatsächlich blauen Gegenständen. Dieser Effekt kann wiederum durch Verwendung einer Tageslichtlampe als Lichtquelle minimiert werden. Dann kommen wir noch zum softwarebasierten Weißabgleich. Geeignete Kamera-Firmware oder Bildbearbeitungssoftware ermöglicht einen nachträglichen Weißabgleich mit recht guten Ergebnissen. Auch dafür gibt es voll halbautomatische und manuelle Verfahren. Beim manuellen Abgleichen per Software bestimmt man einen Weißpunkt im Bild. Das kann bei komfortablen Programmen durch die Auswahl von mehreren Punkten, die dann gemittelt werden, gegebenenfalls noch verfeinert werden. Oft ist auch die Angabe der Farbtemperatur des Umgebungslichtes bei der Aufnahme möglich. So ergibt eine hohe Einstellung dieser Farbtemperatur ein wärmeres Bild, da die Software den meist erhöhten Blauanteil nach unten korrigiert. Ein nachträglicher Weißabgleich kann verlustarm durchgeführt werden, wenn die Bilder im meist kameraeigenen Rohdatenformat abgespeichert worden sind. Das bedeutet, dass man die Wahl des Weißabgleichs für die Aufnahmen des einzelnen Bildes nicht notwendigerweise vor Ort vornehmen muss und den größtmöglichen Spielraum bei der Nachbearbeitung hat. Die zusätzliche Aufnahme einer Weißabgleichkarte oder Graukarte ist für die Nachbearbeitung nützlich, da sich der notwendige Weißpunkt nicht in jedem Motiv finden lässt und sich individuell von einem Bild auf andere Bilder übertragen lässt. Im Unterschied zum Rohdatenformat führt die Korrektur des Weißabgleichs einer Aufnahme, die mit dem verlustbehafteten JPEG gespeichert wurde, mitunter zu Qualitätsverlust, da bei der Datenkompression unter Umständen wichtige Informationen zur Helligkeit und Farbintensität verloren gehen. Grundsätzlich kann ein nachträglich durchgeführter Weißabgleich nicht die am Aufnahmeort und zum Aufnahmezeitpunkt vorherrschende Farbtemperatur wiedergeben, da diese nicht konserviert werden kann. Kameras im höheren Preissegment bieten die Funktion für Weißabgleichsreihen. Bei dieser Technik werden vom selben Motiv mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Einstellungen für den Weißabgleich vorgenommen. So viel jetzt also erstmal zu den Basics und jetzt mache ich mal ein paar Fotos und dann sehen wir uns das mal an, wie wir das Ganze nachbearbeiten können. Ich mache die Fotos mit dem iPhone und am iPhone habe ich grundsätzlich, glaube ich, keine Möglichkeit, einen Weißabgleich vorzunehmen. Das kann ich also nicht während der Aufnahme, das kann ich hier immer nur hinterher machen in der Fotosoftware oder mit einem anderen Programm. Ich kann es aber nicht während der Aufnahme einstellen. So, ich habe jetzt mal mit meinem iPhone ein paar Fotos gemacht, um genau zu sein, zwei und auch zwei Videos. Habe das Ganze auf meinen Mac übertragen und dann wieder exportiert, weil mit dem QuickTime-Format kann ich unter Windows hier, glaube ich, nicht viel anfangen und auch das Apple-Foto-Format ist nicht geeignet. Drum habe ich das Ganze als PNG exportiert, die Bilder, und das andere als MP4. Und das ist natürlich was ich in der Praxis nicht machen würde. Ich würde die Dateien direkt am Mac bearbeiten. Aber hier geht es ja um Movavi und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir hier mit dem Weißabgleich irgendwas verändern können. Wir finden im Bereich hier ganz unten dieses Optimieren, wo wir verschiedene Dinge haben, wie Zuschneiden und Drehen, Position, Zeitlupe, Chroma Key etc. Und da finden wir unter Farbanpassung eben auch den Weißabgleich. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Voreinstellungen und den Handbetrieb. Wir testen jetzt mal die Voreinstellungen, indem wir eine Datei markieren. Ihr seht hier meine Tomaten und mein Basilikum und wir nehmen jetzt hier einen Auto-Weißabgleich vor. Wie geht das? Indem wir das hier drauf ziehen, vermutlich. Genau. Jetzt habt ihr gesehen, wie sich das hier farblich verändert hat. Hier haben wir noch ein zweites Bild. Da habe ich eine weiße Fläche vorne hingestellt, wobei ich sehe gerade, die ist durchsichtig, aber wir probieren es trotzdem mal mit dem Auto-Weißabgleich und das Ergebnis ist dann ähnlich wie hier. Das macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, farblich meine ich, und das Ganze können wir dann auch noch im Video machen. Mit dem Auto-Weißabgleich einmal ohne weiße Fläche im Hintergrund. Wenn wir das mal laufen lassen, sehen wir, die Farben werden dann sehr, sehr ähnlich eingestellt. Da ändert sich jetzt gar nicht viel. Wenn wir das Bild mit dem Blatt Papier nochmal auto-optimieren lassen, dann sieht das Ganze so aus. Dann gibt es einen Handbetrieb
Den sehen wir hier. Und ja, Handbetrieb funktioniert so, das hat der Wikipedia-Artikel ja schon recht gut verdeutlicht, dass wir also uns eine weiße Fläche suchen. Klick hier mal auf die Hilfe. Wählen Sie einen möglichst weißen Bildbereich aus, um ihn als Referenzpunkt zu verwenden. Dann klicken wir hier auf die Pipette. Ich mache das erstmal in dem Bild, wo die weiße Fläche dann auch wirklich vorhanden ist. Pipette, weiße Fläche. Und hier wird das Bild jetzt tatsächlich etwas wärmer, wie ich finde, eingestellt. Hier mal der direkte Vergleich. Der Autoweißabgleich sehr kalt und das ist deutlich wärmer und auch viel realistischer, bilde ich mir ein. Was machen wir jetzt aber, wenn wir keine weiße Fläche zur Verfügung haben? Ja, dann nehmen wir uns vermutlich irgendwas anderes, was annähernd weiß ist. In dem Fall würde ich mich für diese graue Fläche hier, glaube ich, entscheiden. Vielleicht sogar hier hinten. Gucken, was dabei rauskommt. Müsste jetzt eigentlich funktioniert haben. Und das Ergebnis ist recht ähnlich, aber ihr merkt, ich bilde mir ein, es sei wieder etwas kühler von der Farbe her. Aber der Ausschnitt stimmt halt auch nicht hundertprozentig, wie ihr seht. Und das können wir natürlich auch fürs Video wieder machen. Einmal hier die weiße Fläche. Dann haben wir hier hinten noch eine weiße Fläche. Und das ist der Auto-Weißabgleich. Und das ist der Weißabgleich im Handbetrieb. Ich hoffe, damit ist hier alles soweit erklärt. Viel mehr ist es nicht. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut und tschüss.